Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stoppenbach im LS19 am Montag im Morgen einen wunderschönen Wochenstart erhalten. Ja, ich bin wieder dabei. Wir sind ja in der letzten Folge am Sonntag leider unserem Zeitplan nicht nachgekommen, alle Wiesen in einer Folge zu pressen. Deswegen müssen wir heute auch noch ein bisschen weitermachen. Aber wir haben ja nur noch die eine Wiese da drüben, soweit ich weiß. Die ist jetzt so gut wie fertig. Ja, dann müssten wir nur noch die da drüben haben und dann haben wir es tatsächlich schon. Ja, sind wieder ein paar Ballen runtergekommen. So mag ich das. Das werden wir wahrscheinlich. Hoppala. So. Das werden wir wahrscheinlich nicht aufnehmen können, oder? Nee, ich hab da. Schade. Ja, reinschwaden können wir es glaube ich auch nicht, oder? Ja, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Radio an. Ich höre kein Radio. Ah, da ist er. Hier ist er. Da hat gerade ein neues Lied begonnen, deswegen hat man ihn nicht gehört. So. Boah. Das passt. Wunderbar. Ja, ein Teil vom Bitteln müssen wir wahrscheinlich noch zeigen. Weil haben wir sonst noch irgendwas zu tun? Düngen werden wir erst zum Schluss, weil ich will nicht die Ballen düngen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ah, nee, genau. Was ich tatsächlich machen werde, ich werde einen Ball entwickeln und den dann sofort wegbringen. Und wegbringen meine ich zur. Boah, das war gerade ein Lag. Ah, da hat gerade. Ich habe einen Error drin. Okay, jetzt irgendwas. Ja, da ist gerade irgendwie der Radio oder was weiß ich, hat er gerade irgendwie gespeichert. Wo bin ich jetzt schon? Genau. Ich will nämlich ein Silageballen zur Lagerhalle. Nee, nicht Lagerhalle. Wie heißt denn das Ding jetzt nochmal? Warte. Zum Mannschaft nachgucken. Wo ist da hinten? Die Scheune. Genau, zur Scheune wenn wir den bringen. Oder ich will ihn zur Scheune bringen. Weil es mich tatsächlich interessiert, ob wir da mehr bekommen für unsere Silage. Ja, genau, das machen wir so. Und was auch noch machen braucht, was wir. Ja, okay, jetzt ist 15.17 Uhr, Viertel 4. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Weil wir müssen ja unser Feld 77 nochmal umgruppern, weil. Die Luzerne kommt da runter und da kommt Ackergras drauf. Der Ackergras ist nicht viel mehr als wie normales Gras. Nur, dass man dazu irgendwie Ackergras da glaube ich. Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Tut mir leid, wenn ich es jetzt nicht, wenn ich es falsch gesagt habe, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare verbessern. Aber, da sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es eindeutig mehr bringt. Weil. Die Leute, die jetzt frisch dazugestoßen sind, wir kriegen ja für so einen Silageballen oder für einen Ballen mit 4000 Liter, wenn wir den zur Silage wickeln, sind das 4000 Liter Silage und da kriegen wir glaube ich so um die 200, 300 Euro. Das heißt, das sind, sprich pro 1000 Liter meine ich, 200, 300 Euro und wenn wir das Dreschen, also das Gras Dreschen, gab es im 17. auch schon, kriegen wir pro 1000 Liter 1000 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt da 50.000 Liter runterholen, kriegen wir 50.000 Euro. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie da der Ertrag ist, ob der jetzt gut ist oder schlecht ist. Weiß ich nicht, habe ich mir noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber das sehen wir, dann habe ich die Presse zusammengeklappt. Ja, habe sie zusammengeklappt, gut. Oder blättert aber auch schon ein bisschen der Lack ab. Die haben wir noch gar nicht lange. Eieieiei. Ja, hinten kann ich es verstehen, aber an den Seiten sind mir so oft an den Buschen oder an den Eschen vorbeigestriffen, dass er den Lack gleich abkratzt. Oder der Hochdruckreiniger ist zu stark. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass er den Lack weghaut, was normalerweise eigentlich nicht ist. Außer man würde die Dreckfräse ranmachen. Aber ich glaube. Ist es jeder so schlau und macht nicht die Dreckfräse an den Hochdruckreiniger, wenn man seinen Traktor waschen will.
wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht zu empfehlen. Nicht so empfehlenswert. So. Aber das ist immer so krass schmutz, so staubig werden, so krass. Na gut. Ja, okay, beim Pressen, ja. Da staubt schon ein bisschen mehr, ne? So, wunderbar. Der glänzt wieder. So, dann können wir die gleich aufräumen. Schröder hockt auch rum. Warte, Schröder. Heute gucken wir mal nach. Kann ich dir Fressen geben? Ich kann ihm Fressen geben, ja. Dann muss er nicht. Er muss er nicht verhungern, der Gute. So. Passt, fahren wir hier wieder rein. Oh, easy. So. Ja, ein bisschen Gras, 70% Gras haben wir noch drin. Das müsste eigentlich schon glatt gehen, ne? Dürfte eigentlich nichts passieren, hoffe ich mal. Ansonsten, wenn es zum Brennen anfängt, haben wir ein Problem. Haben wir den Feuermelder hier drin? Glaub's nicht, ne? Glaub's nicht. Ich weiß gar nicht, in den Häusern ist jetzt teilweise, oh. Ich habe heute, die Karte für unser FP-Projekt vorbereitet und da haben wir ja, ein automatisches An- und Abkuppeln mit rausgenommen. Da bin ich jetzt gewohnt aussteigen und Y und drückt dafür sogar. Wieso geht das nicht? Gut, sorry dafür. So. Ne, warte mal, den können wir eigentlich gleich vor den Anhänger hängen. Oder vom Ballenwagen meine ich. Ja genau, weil in den Häusern ist ja, genau, da war ich stehen geblieben. In den Häusern sind ja jetzt teilweise die vorher mit der Pflicht. Ich weiß, im normalen Haushalt. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe tatsächlich welche drin, aber ob die noch funktionieren, das weiß ich auch nicht. Bisschen anders da ranfahren. So, ich hoffe, wir haben die Deichsel jetzt vorhin nicht verschoben. Ah, geht. Aber ich glaube, es wäre schon von Vorteil, wenn wir in so eine Halle, wo jetzt zum Beispiel solche wertvollen Maschinen oder Gerätschaften wie hier aufbewahrt werden, erstens einen Feuermelder reinmachen. Und ich würde, so kommen wir glaube ich nicht raus, oder? Nee. Und ich würde tatsächlich sogar noch eine Überwachungskamera reinhängen. Weil das Zeug ist jetzt nicht so billig hier, ne? Also, das kostet auch schon mal ein bisschen 10. Oh, der arme Anhänger. Eieieiei. Ja gut, wenn wir das natürlich öfters machen, dann ist klar, dass unsere Ballenpresse verkratzt ist. Aber die ist ja noch nicht so entlang geschliffen, soweit ich weiß. So, ich werde jetzt hier... hier so hinparken. Oh, ein bisschen über unsere Laterne drüber gefahren, aber das ist ja ein Betonpfosten. Das tut dem glaube ich normalerweise nichts, wenn wir dann mal kurz mit unserem richtig weichen, fluffigen Mietersreifen drüber fahren. So, wir brauchen jetzt unseren Fendi Fan, der steht da unten, weil da kommt jetzt der Ballenwickler ran. So, zack. Nee, nicht die Gabel abkuppeln, das will ich abkuppeln. Den Frontlader können wir eigentlich abhängen, den brauchen wir nicht. So. Ich stelle den einfach mal hier vorne vor, die jetzt, wo eigentlich in die Garage das Auto reinkommt, stelle ich jetzt einfach mal ganz dreist den Frontlader hin. So. Ja, noch einen Ticken runter. So, passt. Ja, hängt leicht zu tief, aber gut. So. Ballenwickler steht da oben. Jetzt muss ich mal gucken, sind die Anhänger schon wieder schief? Nö, sind noch gerade. Hm. Vielleicht ist man mal irgendwann leicht dagegen gekommen, dann hat sich mal ein bisschen verschoben, weil ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht wieso. So. Oh Gott. Haben wir letztes Mal ein bisschen nicht ganz optimal reingestellt. Er ist gerade ein bisschen drin geklemmt. So, das passt. Nicht die Schwader mitnehmen, das wäre gut. So, und raus hier. Ohne hängen bleiben. Wunderbar. Folie, ja, haben wir noch genügend da, das sieht gut aus. So, dann fahren wir nochmal rüber. Schauen wir mal, da jetzt kommt nichts, aber sieht gut aus. Lass den Ding, zack, hier wieder rein. Und dann klappt man das wunderschöne Timer gleich auf hier, weil hier liegen uns schon zwei. Oh nein. Oh.
Habe ich ein bisschen geschoben, nicht bei den Haaren. Ja, hat lang genommen. Hätte ich jetzt zwar nicht erwartet, aber gut. Bin ich auch mit zufrieden. Ja, hier liegen schon gleich zwei da, die wollen wir gleich als erstes machen werden. Ja, da sieht man, was da läuft. Da gucken wir mal ganz kurz rüber, während der wickelt. Ja, das sieht gut aus. 3600, oder? Ja, fast 4000 Liter satt, gut. Das reicht auf jeden Fall, glaube ich, für die nächsten, für die nächsten, wie sagt man denn, Ansaaten? Weiß jetzt gar nicht, ob das, das ist die Mehrzahl von Seen. Ans, Leute, ich bin gerade ein bisschen lost. Gibt es eine Mehrzahl von Anseen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Warte mal kurz. Können wir mal ganz kurz machen. Ich frage da mal kurz nach. Was ist die Mehrzahl von Seen? Nee, nicht Seen. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber normalerweise schon. Seen. So. Schauen. Seen. Ist Seen die Mehrzahl? Also laut hat jetzt wieder. Oh, Lari kann die wieder heraufkramen, so da ist es. Ja, also dann gibt es gar keine Mehrzahl beim Seen. Na gut. Dann sind wir wieder um eine Lektion erreicht. Schlauer. So, wo liegen meine Beine da? Passt. Boah, jetzt ist schon wieder so eine Hitze drin. Ich bin mal kurz, warte mal. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich habe jetzt mein Klima hier ein bisschen lau. Hoppala. Oh Gott, in ein bisschen größere Stufe geschalten. Ich laufe jetzt gerade auf 2. Ich hoffe, das ist jetzt kein zu großes Hintergrundrauschen. Ja, es ist doch, glaube ich, schon ein bisschen laut. Ich schalte wieder runter, wartet. So, jetzt ist gleich wieder besser. Ansonsten hört man das gar so stark. Und das will ich natürlich auch nicht. So, ein bisschen kühle Luft hat es mir jetzt schon hergeblasen. Das heißt, das ist irgendwie auszuhalten. Normalerweise denke ich ja immer dran, eine Türe aufmachen, so dass es ein bisschen durchzieht. Und dann, sobald die Sonne rüberkommt, zuzumachen. Habe ich leider heute vergessen, die war jetzt, weil ich jetzt gerade auf einer Radtour war, ist die jetzt die ganze Zeit offen gewesen. Die Tür war schon zu. Aber die Sonne hat voll reingeprallt, ohne dass ich die Tür zugemacht habe. Wieso sage ich immer Tür? Der Rolli unten war. Und ja, da ist es ein bisschen warm geworden, ne? So. Ah, jetzt haben wir den da drüben liegen lassen. Gut. Auch nicht so schlimm. Passt. Nehmen wir den Kollegen. Ich weiß gar nicht, ist das der Mr. Vorletzte? Vorletzte, liegen noch drei, okay. Ich glaube, dann haben wir sie hier auf der Wiese alle, ne? Ich glaube schon, ja. So, wieder runterlassen. Ach, geht doch. Es wäre natürlich auch praktisch, wenn das der ZP-Fahrer machen würde oder machen kann. Ich glaube, es wäre irgendwie umsetzbar, aber ich... Nee, ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so umsetzbar, so richtig. So, wieder runterlassen, das gute Ding. Zack. Ja, da liegt noch einer. Ich glaube, dann haben wir es hier auf der Wiese 82. Oh, ich weiß. Langsam weiß ich die Namen. Langsam, aber es kommt.
Ja. Heute habe ich tatsächlich nichts zum Trinken. Hier kein Eistee und kein Red Bull. Leider, aber ich habe vorhin drüben noch einen Liter gerade weggesoffen. Ich bin ja ein bisschen satt, ne? Also braucht er nicht gleich wieder was. So, da haben wir oben jetzt normalerweise alle aus. Ich habe einen übersehen, was ich nicht hoffe. Ansonsten kommt es dann eh auf, wenn wir die verladen. So. Hey, sind schon ein paar weniger jetzt, weil da noch Unkraut drauf war. Was wir zu spät gemerkt haben. Und da war das Feld leider schon reif, ne? Die können wir auch nichts machen. Ist so wie es ist. So. Hier liegt keiner. Okay, der Mensch liegt da vorne. Ah, ne, hier liegt keiner. Oh, das war ein bisschen im Schatten, genau. Ich bin so schnell registriert. Aber guck an, der kleine Fan hat auch schon 4,2 Stunden gerade drauf. Haben wir den schon so viel benutzt? Ja, okay, zum Silage verladen. Ja, ein bisschen war er schon in Arbeit. Ein bisschen was hatte ich hier schon geleistet. Ja. Ich muss einmal gucken, ob ich dann morgen, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, hier vom Ballenwickeln eine Zeitraffer mache. Habt ihr Bock auf eine Zeitraffer vom Ballenwickeln? Da ist ein bisschen mit Musik unten drin. Natürlich legale, was von YouTube zugelassen wird. Ansonsten wird mir das Video leider gesperrt und ihr könnt es euch nicht angucken. Eieiei, da vorne blättert schon ein bisschen der Lack ab, da vorne. Oh nein. Sondern anscheinend irgendwo geschrammt. Ja, das ist sicherlich vom alten Schweinestall gekommen, da bin ich mir sicher. Wenn wir irgendwo gegen irgendwo hängen geblieben. Ich bin mal gespannt, wenn der von wartungstechnisch her komplett unten ist, wie der dann aussieht. Im Lacktechnisch, wenn jetzt. Jetzt fehlt er vielleicht so ein Viehzeller. 15% sind das jetzt. Wie das dann aussieht, wenn da mal 100 dran steht. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch keinen Traktor auf 100% Verschleiß runtergefahren. Schreibt es in die Kommentare, habt ihr es schon mal gemacht? Ich tatsächlich nicht, ich habe ihn vorher immer mal wieder repariert. Also, ja, wir können mal gucken, wenn uns mal dann so irgendwann 50% oder so dran steht, wie er dann aussieht. Vom Lack her. So, da haben wir keinen hier irgendwo zwischen. Wenn auch noch stehende Luzernepflanzen liegen. Aber mit was kann man denn dieses Ackergras eigentlich ansehen? Haben wir dafür unser Einzel... mit unserer geht das? Oh, das geht mit unserer gut. Der kann man auch Karotten ansehen? Aber gut, und Zwiebeln auch. Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, das zählt zu Einzelkorn. Aber gut. So. Aber ja, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare damit, ob ihr Bock auf Zeitraffer habt. Also, ich muss natürlich auch gucken, wie es bei mir zeitlich sich ausgeht. Muss ich einmal okay, er wird eh gleich verwertet. Gut, hat es keiner gesehen, da wir da mal kurz drüber gefahren sind. Aber ist ja nicht so schlimm, weil da wird liegt jetzt da vielleicht 10 Minuten, halbe Stunde und dann wird er eh sofort verladen und in den Fermenter reingeschmissen, wo er dann sowieso wieder aufgeschnitten wird. Oder zerfetzt wird. So. In echt, glaube ich, müssten wir den aufschneiden, die Folie wegmachen und das Netz außenrum, so den zusammenhält. Und dann kann man ja normalerweise erst reinkippen, wenn man haut den natürlich nicht wie hier jetzt vom Freund mit der Gabel aufgespießt und in den Fermenter reingekippt.
weil die ganzen Schnüre und so weiter, das zieht ja alles in die Walzen rein und nee, das kann man nicht machen. Ich bin mal gespannt, weil mit unserem Realismusprojekt, unter Anführungszeichen, sagen wir mal RP-Projekt dazu, was einfach kurz besprochen wird. Ist er Rea mit drauf? Nicht Rea. Ja doch, Rea auch. Aber Seasons. Und da bin ich mal gespannt, wie es da ist mit dem Silage. Aber natürlich, die kann man wickeln. Und dann werden sie irgendwo einen Rand hingelegt. Und dann muss man warten, bis die reif sind. Das weiß ich. War im 17 auch und so. Und ist im 19 auch noch immer so. Aber wie ist jetzt da mit dem... wenn die Silage fertig ist, ob man die jetzt da aufschneiden kann oder muss, das weiß ich gar nicht. Müsste ich mal nachgucken. Außer ihr habt schon mal ein bisschen mehr mit Real mit Seasons gespielt und wisst da ein bisschen Bescheid. Da könnt ihr mir da gerne auch helfen. Ja, da muss ich nicht selber irgendwo nachgucken. Das aber dann später in den Kommentaren. Also. Aber ja, ich glaube, das werde ich so machen. Dass ich da vom wirklich eine Zeit drauf reinhau, bisschen Musik nebenbei drin und dann ist glaube ich das schon ansehnlicher kann man das so sagen, besser zum Anschauen meine ich halt. So, haben wir gerade aufgehört, wenn ich so gut gespielt, von außen sind grau, Innensicht. Ja, dann funktionieren sie eigentlich. So, zack. Dann haben wir hier tatsächlich keinen mehr. Bis auf, was haben wir den da oben liegen gelassen? Habe ich den nicht gesehen? Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich bin ich immer wieder an ihm vorbeigefahren. Er hat schon die ganze Zeit geschrien. Hey, ich lieg hier, hallo, hallo, wirklich nicht bitte. Und dann habe ich ihn nicht gesehen. Was ich werde tatsächlich in Bahn fahren, das heißt die zwei, was jetzt der hier und dann der da vorne und dann wieder die hier rauf in der Bahn. Ich glaube, dann ist es am besten, als ein bisschen geordneter. Also wir jetzt hier irgendwie irgend so ein Streckenwirbel zusammenfahren und dann irgendwo zum Schluss irgendwo in der Mitte drin bleibt dann einer liegen, wo wir nicht gewickelt haben. Das will ich natürlich auch nicht. So. Aber was ich natürlich auch schon sagen kann, in dem RP-Projekt werden ein paar gut Bekannte hier, die wo hier auch sind, dabei sind, aber natürlich auch viele neue, die wo ihr so noch nicht gesehen habt. Und teilweise auch welche, die noch gar nicht zum Release stehen. Also, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal ein bisschen drauf freuen. Okay, Leute, schreibt mir in die Kommentare rein, wann das startet. Ich weiß es noch nicht so genau, wir müssen erstmal gucken. Ich bin tatsächlich jetzt gerade fleißig dabei, das Ding vorzubereiten. Wir mussten natürlich noch einen kurzen Map-Wechsel vornehmen, weil es auf der anderen Karte einfach von der Performance her zum Schluss so schlecht war, dass es einfach unangenehm wurde. Und gerade am Hof hatte man zum Beispiel noch, hatte ich jetzt noch 30 FPS und das ist nicht so angenehm. Also ich war jetzt hier mit 50, da ist es noch angenehm und momentan, wo wir jetzt drauf sind, ich habe tatsächlich schon so gut wie alle Maschinen gekauft, da habe ich jetzt sogar am Hof, wenn ich rumfahre, mit Fullspeed noch immer 60 FPS. Also es ist die Hälfte mehr. Und 60 FPS ist das Ganze, ist das größte, was der, oder die höchste Zahl, was der LS eigentlich überhaupt leisten kann. Und, ja, da macht es dann auf jeden Fall schon mehr Spaß, als wenn man rumfährt und das Spiel, laggt ein bisschen hinterher. Oder weiß gar nicht, sind eigentlich keine Lags. Das sind eigentlich Mikro-Lags. Ich weiß nicht, an was es liegt, also an meiner Grafikkarte liegt es nicht, weil ich habe über den Taskmanager geschaut und alles, die hat eine Auslastung, wenn ihr mir 30 FPS habt, bei 45% Auslastung von allem, also auch der Prozessor hat nur eine 35% Auslastung, das ist alles im richtig grünen Bereich. Es kann, ich weiß nicht, ob es am LS liegt,
dass der da irgendwie nicht hinterherkommt. Oder halt einfach an irgendwelchen Gebäuden. Wobei ich kann jetzt eigentlich jetzt schon sagen, auf welcher Map wir vorher das Spiel machen wollten. Und zwar war es die Hofbergmann, die neue Version von der. Aber da hat man ja allein, ohne dass jetzt irgendwelche Fahrzeuge am Hof sind, am Hof meine ich jetzt, schon keine 60 FPS. Da hat man höchstens 50 oder 40. Ich weiß nicht genau, an was es liegt. Entweder an den vielen verbauten Sachen mit. Mit dem Pferdestall ist ja am Hof, die Butterdings, der Buttermaschine, mit Buttermaschinen sind wir nicht im Hof, die muss ich erst kaufen. Aber die Backstube jetzt eben und der was war es, ein Schnellfermenter und das alles. Und das frisst natürlich alles auch Performance. Aber ja. In der neuen Karte bin ich jetzt auch zufrieden, oder sind wir auch zufrieden. Die werde ich euch aber noch nicht sagen, darauf müsst ihr euch schon noch ein bisschen gedulden. Und ja, die Hofbergmann war tatsächlich, ich dachte anfangs, ja okay, wenn man zum Beispiel Winter hat, und im Winter kann man ja feldertechnisch nicht so viel machen, oder eigentlich kaum was, und da habe ich halt eben gedacht, dann zum Beispiel Butter zu produzieren oder Brot und so weiter, wäre glaube ich auch gar nicht schlecht gewesen. Aber eben wie gesagt, die Performance, und ich habe da halt nach einer schönen, verspielten, detailreichen, schön idyllischen Map gesucht. Und ich muss sagen, so idyllisch ist die Hofbergmann auch nicht vom Hof an sich, Aufbau auch nicht. Also war nicht so optimal, sagen wir so. Für zum Beispiel so ein Projekt wie jetzt hier auch, so ein Stab, für sowas wie Stappendorf zum Beispiel oder so, da passt sie natürlich dann schon. Weil da kann man auch mal mit dem Hof durchdrüsen, weil der Hof ist auch groß, um dann mal schnell von A nach B zu kommen. Und in echt fährt man da auch nicht mit 50 durch, da ist 30 schon schnell, muss man sagen. Und ja, aber ich will jetzt gar nicht mehr viel rumreden. Ich darf mich fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken, liebe Leute, weil wir sind für heute auch schon wieder fertig. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben da lassen. Wer ihr natürlich nicht, schreibt gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Zeitraffer, ja, nein. An was, ob ihr auch bei der Hofbergmann auch schlechte FPS habt, ob sie überhaupt spielt. Und war noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Montag und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.